Da hinter dem Wasserfall ist da etwas. Nein, nur eine Mauer leider. Ich hoffe ja immer, dass da irgendwo so eine geheime Höhle ist oder so, wo man erkunden kann. Hier scheint es falsch zu sein, da hat es anscheinend nichts. So, irgendwie dahinter ist dann irgend so ein Dolmen und eine Sehenswürdigkeit oder so. Okay, hier könnte ich raufgehen. Aber dann bin ich komplett aus dem Questgebiet. Ich bleibe mal hier. Neulanderoberung. Das ist wieder ein Buch von der Magiergilde. Also jetzt muss ich komplett drüber auf die andere Seite, ich bin hier falsch. Der Erkundungsdrang hat mich mal wieder woanders hingeführt. So, irgendjemand ist hier verstorben. Hier hat es noch ein Zelt. So. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich mich nicht zu weit entferne, sonst bin ich dann wirklich zu weit weg. Das ist mir eben dazu mal auch passiert, dass ich immer am Erkunden war, alles angesehen habe und dann plötzlich war ich aus dem Questgebiet. Das heißt, ich könnte hier schon rübergehen. Nee, ich mache das nachher. Ich gehe jetzt wieder zurück. Das ist blöd, wenn ich jetzt da rübergehe. Was ich mich aber gerade frage, wo die Rohre hinführen, ist da irgendein... So, Abmarsch wieder zurück ins Gebiet. Furchtbar manchmal mit mir. Ah, da ist noch etwas hier, ist etwas am Tank, ist man komplett woanders. Gut, ist ja auch nicht schlecht, wenn es immer was zu entdecken und sehen gibt. So, bei dem Wasserfall war ich, da unten hat sie eine Schatztruhe gehabt.
Ich hätte ihn leben lassen, aber er wollte halt einfach sterben. Also hier ist jetzt Sprech mit General Ballred. Ich kenne diesen Ort. Wir haben hier vor vielen Jahren unser letztes Gefecht ausgefochten. Hinfort! Warum bin ich hier? Warum wurde ich beschworen? Helft mir es zu verstehen. Erzählt mir von eurem letzten Gefecht. Wir traten den Rückzug an und verloren stetig an Boden, ob Feste oder Bollwerk. Ganze Kompanien gingen bei der Verteidigung unseres Volkes unter. Die Nedier belagerten unsere Städte und brannten unsere Höfe nieder. Unsere Zauberer fassten einen Plan und wir lockten die Menschen hierher. Was habt ihr getan? Wir zogen eine Linie in die Asche. An diesem Tempel verkündeten wir, dass wir keinen Schritt mehr weichen würden. Meine Truppen hielten die Front unten im Flussbett, während Sadal und ich das Opfer vollzogen. Wir wurden zu den Brüdern des Zwists und als Brüder beendeten wir diesen Krieg. Okay. Während Sadal und ich das Opfer vollzogen, okay. Vielen Dank, Ballred. Aber ich mach mal die Anzeige wieder an von denen. So, da ist ja der Boss da unten. Legat Sadal. Halt! Hier fand die letzte Schlacht statt. Warum bin ich hier? Helft mir, die Vergangenheit zu verstehen. Erzählt mir von der Schlacht. Mein ganzes Leben lang habe ich für die Chima gekämpft. Ich focht mit den Dwemern und vertrieb die Bestien aus den Aschlanden, bis eine größere Bedrohung sich erhob. Die Nidier überfielen Steinfälle voller Gier nach Blut und Land. Sie waren Männer des Nordens, brutal und grausam. Den Chimer drohte eine Niederlage. Mein Bruder und ich waren die größten Generäle der Chimer. Doch selbst wir konnten die Flut aus nedischen Muskeln und Eisen nicht aufhalten. Wir waren verzweifelt. Der Plan der Zauberer, die Brüder des Zwist zu erschaffen, schien uns ein Ausweg zu sein. Und ihr habt euch dafür entschieden? Natürlich haben wir das. Wir hätten verloren. Unser Heimatland und alles, wofür wir gekämpft hatten, drohte in die Hände dieser abscheulichen Menschen zu fallen. Es konnte keinen Frieden mit den Nedian geben. Ich wurde zu einem der Brüder, um meinem Volk zu dienen. Ab Dank, Sadal. 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 Vielleicht ein taktisches Vorgehen. Ich gehe jetzt wieder zurück zu dem Zauberer und rede mit ihm an.
Geistern gesprochen. Was habt ihr erfahren? Ja, es gab zwei Kommandanten. Sie sprachen von einer Schlacht und einem Opfer. General Balret und Legat Sadal. Meine Annahmen waren korrekt. Nicht, dass ich etwas anderes erwartet hätte. Durch euer Gespräch mit ihnen seid ihr nun auf die Schlacht zwischen dem Chima und den Nedian eingestimmt. Jetzt müsst ihr nur noch in die Vergangenheit treten. Wie mache ich das? Natürlich, ich vergaß. Ihr habt diesen Plan gar nicht erdacht. Im Fuße der Statue, etwas nördlich von hier, befindet sich ein Schrein, der Boetia geweiht ist. Geht dorthin und bietet den Brüdern die Herzsteine an. Ich werde nachsehen, was mir die Vergangenheit zeigen kann. Eine Sache müsst ihr wissen. Ich möchte diese Chance nicht vertun, nur weil ihr einen dummen Fehler macht. Die Personen in der Vergangenheit werden euch als einen von Balrets Soldaten ansehen. Spielt eure Rolle. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ihr das nicht tut. Ich könnte euch vielleicht helfen, wenn ich mehr über die Vergangenheit wüsste. Eine Geschichtsstunde? Nun gut, wenn ihr darauf besteht. Die Geister erwähnten die Chimer. Wer waren sie? Bringt man euch denn heute gar nichts mehr bei? Vor langer Zeit waren wir die Chima, mit heller Haut und hellen Augen. Wir verehrten die guten Daedra. Um den Aufstieg der drei zu feiern, schenkte man uns diese dunklere Hautfarbe. Und für immer da das Reich von Morrowind. Wer waren die Nedir? Eindeutig ein etwas obskureres Thema. In uralten Tagen zogen die Stämme der Nedir plündernd durch das Land. Ihre Nachkommen nennen wir heute Nord. Schon damals waren sie furchterregende Krieger, voller Eroberungsdrang. In was für eine Schlacht waren sie verwickelt? Früh in der ersten Ära, als die Chima noch neu in Morrowind waren, begannen die Nedir eine Invasion. Die Schlacht, die Sadal und Balret hierher führte, war der Höhepunkt dieses Krieges. Die Chimer sahen sich zu verzweifelten Maßnahmen gezwungen, um zu überleben. Was machen all diese Skampen hier? Eine große Macht hat hier eine Spalte ins Reich des Vergessens gerissen, die niemals ganz geschlossen werden kann. Skampen sind die Skever dieses Reichs, die sich durch die Risse zwängen. Übel riechende, feuerspuckende Skever, die meine Helfer getötet und mich aus den Ruinen vertrieben haben. Eine Sache müsst ihr wissen. Ich möchte diese Chance nicht vertun, nur weil ihr... Okay, das habe ich gehört. Bringt ein Opfer am dädrischen Altar dar. Ihr fällt euer Urteil über uns vor dem Hintergrund einer anderen Ära. Aber ihr solltet eines wissen. Wir hatten die Wahl zwischen Macht und dem sicheren Tod. Wenn diese Macht den Feind vernichtet hat, ist alles andere unerheblich. Die Chima waren mächtig. Wir dachten, wir könnten uns jeder Herausforderung stellen. Selbst gegen Ende waren wir hochmütig und stolz. Doch ich will nicht glauben, dass unser Opfer vergebens war. Das heißt, jetzt bin ich anscheinend in der Vergangenheit. Halt, Soldat! Die Nedir versammeln sich knapp außerhalb der Kammlinie. Ich muss mit General Balret sprechen. Habt ihr ihn gesehen? Der General hat mir befohlen, mich bei euch zu melden. Was benötigt ihr? Ihr kommt gerade noch rechtzeitig. Unser Volk wird abgeschlachtet. General Balret muss sich am Altar vorbereiten. Schmutzige Angelegenheiten stehen uns bevor. Es wird Zeit, diesen Wilden zu zeigen, was es bedeutet, sich mit den Chima anzulegen. Blut für Blut. Ihre Gewalt soll gerecht werden. Soldat,
Seid ihr bereit zu beginnen? Was muss getan werden? Tötet die Truppen der Nidia. Lasst die Flüsse sich rot färben von ihrem Blut. Ihre Herzen sollen eure Trophäen sein. Habt ihr erst einmal die Frontlinien gelichtet, muss der Häuptling der Nidia bezahlen. Wir, die Chima, haben bereits genug bezahlt. Jetzt ist der Feind an der Reihe. Muss einen ihrer Anführer töten? Genau. Der Häuptling der Nidia heißt Ornska. Tötet sie und schneidet ihr das Herz heraus. Begebt euch zum Ritualaltar in die Mitte des Tempels, sobald dies vollbracht ist. Wir werden warten. Werdet tun, was ihr sagt, Zauberer. Es ist Gerechtigkeit, dass das Blut der gefallenen Nidia den Weg zu ihrer Vernichtung ebnet. Geht, Soldat. Tötet die Truppen und erschlagt Ornska. Meldet euch dann am Ritualaltar. Sagt mir, warum ist die Armee hierher gekommen? Unser Rückzug war kein Zufall. Nur an diesem Ort dädrischer Macht können wir das Ritual der Herbeirufung abschließen. Wir werden die Dädra aus unserer dunklen Ebene reißen, sie aufschlitzen und danach mit ihrer Macht und dem Blut der Nidia unser Volk retten. Okay. Es ist Gerechtigkeit, dass das Blut der gefallenen Nidia den Weg zu ihrer Vernichtung ebnet. Geht, Soldat. Tötet die Truppen und erschlagt Ornska. Meldet euch dann am Ritualaltar. Das heißt, ich bin jetzt einfach mal zurück in die Vergangenheit gereist. Das können wir brauchen. Sprech mit Zauberin Turon.
verwundet, wäre schwächer. Unterstützt Zauberin Toroni mit allem, was sie für die Vorbereitung des Rituals benötigt. Unser Leben und vielleicht die Zukunft unseres Volkes hängt davon ab, dass wir das durchstehen. Egal wie hoch der Preis ist. Schnell, Soldat, sprecht mit Toroni. Wir haben kaum noch Zeit und mein Bruder wird mit jedem Moment wütender. Zauberin Toroni hat begonnen, das Ritual vorzubereiten. Das Blut an euren Händen wird sinnvoll verwendet werden. Ehre sei mit euch, Soldat. Ich werde die blutigen Opfergaben nehmen und sie für das Ritual vorbereiten. Seid ihr bereit für den nächsten Schritt? Ja, was muss ich als nächstes tun? Tötet die Daedra und holt euch von ihnen, was wir brauchen. Ich werde tun, was ihr wünscht. Wir sammeln die Essenzen dieser Daedra. Sprecht mit den Akolyten. Sie wissen, wie man sie beschwört. Könnt ihr mir das Ritual erklären? Ihr seid nur eine einfache Soldatin, also erspare ich euch die Einzelheiten. Wir haben vor, unsere auserwählten Gefäße mit dem Blut unserer Feinde und der daedrischen Essenz zu füllen. Der General und sein Bruder haben sich freiwillig gemeldet für dieses Opfer. Was meint ihr mit Opfer? Der General und sein Bruder werden sterben. Die Macht, die sie erhalten werden, wird sie verschlingen. Doch sie werden neu geboren werden. Schrecklicher als die mächtigste Horde von Kriegern, die Nedia je aufbringen könnten. Wir, die Chimer, werden an diesem Tag den Sieg davontragen. Die Akolyten warten. Bewegt euch. Ich bezweifle, dass sie die Kraft haben, die Stellung lange zu halten. Wir sammeln die Essenzen dieser Daedra. Sprecht mit den Akolyten. Sie wissen, wie man sie beschwört. Ihr werdet furchterregenden Daedra gegenüberstehen. Macht euch darauf gefasst. Die Akolyten warten auf eure Hilfe. Sprecht mit ihnen, sobald ihr könnt. Ich sorge mich um ihre Sicherheit. Abgeschlossen, besorgt die Essenz des Feuers. Hier bin ich falsch, aber ich nehme die Aufgabe mit, wenn ich schon dabei bin. Ich frage mich gerade, ob der Boss früher auch existiert hat. Nee, so alt ist er nicht. Das dann doch nicht in dem Fall. Hassglut heißt der da.
Das heißt, jetzt geht es wahrscheinlich zurück und dann das Ritual und dann ist dann wahrscheinlich aus die Maus mit den zwei. Verdammt, ich bin ein Gelehrter! Ich benötige Hilfe! Ups, euer Inventar ist voll, okay. Vor der Unterbruch muss ich gerade kurz recyceln. Das heißt, wenn man da alles immer eintütet, sammelt sich da mit der Zeit schon einiges an. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Die Zauberer sagen, dass uns der Sieg gewiss ist, sollten wir Erfolg haben. Mir bleibt nichts anderes übrig, als ihnen zu glauben. Wir haben nicht viel Zeit, Soldat. Diese Wilden könnten unsere Linien jeden Moment durchbrechen. Blut für Blut. Ihre Gewalt soll gerecht werden. Soldat, seid ihr bereit zu beginnen? Heißt, ich helfe jetzt eigentlich damit, dass die zwei Brüder dort sterben, aber ich habe ja keine andere Wahl eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich das durchhalten kann, Soldat. Diese Zauberer verlangen viel. Im Grunde alles. Was haben sie euch erzählt? Sie erschufen einen Zauber, der uns mit reiner elementarer Macht erfüllen wird. Dieser gewaltigen Kraft können unsere Gegner nicht standhalten, wenn der Zauber wirkt. Doch niemand weiß, was mit uns geschehen wird. Wird von meinem Bruder und mir noch etwas zurückbleiben? Oder werden wir zu reinen Naturgewalten? Seid ihr hierfür bereit? Ja, es muss sein. Ich frage mich, wie die Geschichte über uns urteilen wird, wenn unser Volk auf diesen Tag zurückblickt. Werden mein Bruder und ich als Erlöser gepriesen werden? Oder wird man uns für grauenhafte Monster halten? Viel Glück, Sadal. Zauberin Turuni weiß, was noch zu tun ist. Der Moment ist fast gekommen. Ich glaube, ich bin bereit. Gut gemacht, Soldat. Bald werden wir diese Guar von Nidian erschlagen. Wir haben die Essenzen des Zorns und des Feuers von den Daedra. Wir haben die Herzen der Toten. Wir haben unsere Vorbereitungen abgeschlossen. Das Ritual kann beginnen. Sadal und ich sind bereit, das Opfer zu bringen. Was soll ich tun? Wir haben nur wenig Zeit. Die Nedir drohen, die Front zu durchbrechen. Aber Sadal und ich werden unser Volk retten. Und man wird unser auf ewig gedenken. Helft der Zauberin bei der Vollendung des Rituals. Betet an der Feuerschale. Betet für die Vernichtung unserer Feinde. Ich werde das erledigen. Okay, dann muss ich das halt jetzt machen. Essenz des Feuers. Dieser
Funke dädrischer Energie wendet sich hin und her und versucht, aufs Heftigste zu entkommen. Das sind die zwei Essenzen, die ich jetzt da von den Flammen-Atronarchen bekommen habe. Für Chimer! Für Velot! Also das ist die Geschichte von der knochigen Kreatur, sage ich jetzt mal. Die wir beschworen haben, die gegen das Bündnis geholfen hat. Das war aber nur die rechts, also Ballerett. Das heisst, jetzt weiss ich, wie die entstanden sind. He? Ihr seid zurück. Was habt ihr in Erfahrung gebracht? Wurde Zeuge der Geburt der Brüder. In einem Ritual wurden dädrische Essenz und Nedierblut verwendet. Nedierblut? Das hätte ich ahnen müssen. Die Chima hielten sie für Götter. In die Enge getrieben widmeten sie sich dunklen Ritualen. Das war gefährliche Magie. Ich muss das überdenken. Nichtsdestotrotz bin ich euch überaus dankbar, dass ihr nicht versagt habt. Telvani Kriegsschärpe. Man sagt, dass ein Verräter im Hause Telvani mit dieser Schärpe erdrosselt wurde. Abgeschlossen, die Brüder werden auferstehen. Wir Dunkelelfen hielten uns für unbesiegbar in Steinfälle. Nun steht das Bündnis vor unserem Tor und droht damit, die Scheune zu verbrennen und unsere Goa'uld zu vertreiben. Interessant, wie sich die Vergangenheit wiederholt. Wie hier in der Realität. Wir haben da Geschichtsbücher und die bringen einen Scheißdreck. Wir machen immer die gleichen Fehler. Da ist mein Wunsch nach dem Weltfrieden noch zu erleben. Wird sich wahrscheinlich ein bisschen hinauszögern, denke ich mal. Theoretisch könnte ich jetzt eigentlich soll ich wirklich jetzt einmal hier rundherum laufen oder soll ich zuerst mal in der Stadt erkunden? Ich weiß eben nicht, wohin mich hier diese Quests dann führen werden, ob die sich innerhalb hier in der Stadt abspielen oder ob die mich hier raus in die Wildnis führen. Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, ich habe keine Ahnung. Das heißt, wenn ich jetzt hier alles erkunde und dann führt die Quest wieder hierhin, ich zweimal dahin, aber das ist wahrscheinlich nicht zu vermeiden, denke ich mal. Hier ist irgendeine Leiche. Das ist wahrscheinlich eine von den Gefährten von dem Zauberer. Der hat ja gesagt, dass da viele getötet wurden von den Skampen. Wahrscheinlich hat das Wasser die hier hinuntergespült, denke ich mal.
Ah, da oben wäre Mike der Lügner. Wusste ich nicht mal mehr, wo man den finden kann.